Im Namen der Firma Multikraft darf ich Sie sehr alle sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Mein Name ist Barbara Einengel und ich freue mich sehr, dass Sie alle mit dabei sind. Wir haben ein schönes Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich macht das Teichwasser natürlich klar mit effektiven Mikroorganismen von Multikraft. Ich möchte gleich zu Beginn erwähnen, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird und Sie können das dann auch auf unserer Homepage jederzeit gratis nochmal ansehen, so wie alle Webinare, die bisher stattgefunden haben. Das können Sie sich dann gerne auf der Homepage nochmal anschauen in aller Ruhe. Zum heutigen Webinar, wenn Fragen von Ihnen auftauchen zu dem Thema, das ich Ihnen jetzt erläutere, dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie diese Fragen in den Chat direkt hineinschreiben. Und im Anschluss an meine Präsentation werde ich dann sehr gerne auf Ihre Fragen eingehen und diese auch beantworten. Wir steigen direkt ein ins Thema. Macht das Teichwasser natürlich klar? Ja, wir sehen ja diesen Boom an Gartenteichen, Schwimmteichen auch. Und das sind ja wahre Schmuckstücke und Wohlfühloasen in unseren Gärten. Und hier können wir mit effektiven Mikroorganismen dazu beitragen, das natürliche Gleichgewicht von den Gartenteichen zu unterstützen, wiederherzustellen, dahingehend, dass der Faulschlamm gut abgebaut wird und dass das Algenwachstum reduziert wird. Und darum geht es und das möchte ich Ihnen heute erläutern. Eine Themenübersicht kurz zu Beginn. Ich werde auf ein paar allgemeine Eckpunkte zur Teichpflege eingehen. Dann möchte ich auch gern auf eben diese effektiven Mikroorganismen eingehen, für alle, die das vielleicht noch nicht so kennen, grundlegend erklären. Und dann schauen wir uns eben die Anwendungen mit effektiven Mikroorganismen an. Da haben wir im Wesentlichen eine Gießbehandlung und wir können auch Dangos formen und so zum Schlammabbau beitragen. Und am Schluss haben wir hier noch ein paar Spezialfälle. Auch darauf möchte ich heute eingehen. Ja, Wasser im Garten, ein Schmuckstück, eine Wohlfühloase. Und es ist ja so, dass alles Leben aus dem Wasser kommt und alles Leben lebt mit dem Wasser. Und das ist wahrscheinlich auch diese Faszination, die das Wasser auf uns Menschen ausübt. Und so auch vielleicht eine Erklärung dafür, warum so viele so gerne einen Gartenteich, ein Biotop im Garten haben, sodass ja auch eine Vielfalt herrscht, wo wir uns gut abkühlen können, gerade in sehr heißen Sommern. Und da gibt es verschiedene Arten an Gartenteichen und es ist mir wichtig, dass ich hier zu Beginn darauf eingehe, weil dahingehend unterscheidet sich dann auch die Behandlung, wie wir effektive Mikroorganismen einsetzen. Von links nach rechts, wir konzentrieren uns heute hier auf Folienteiche. Das sind Gartenteiche, die mit einer Folie ausgekleidet sind und vor allem die Wasserpflanzen tragen hier zur Regeneration des Wassers bei. Sie entnehmen dem Wasser die Nährstoffe und reduzieren somit die Basis für das Algenwachstum und sorgen für klare Sicht im Wasser. Der zweite Bereich hier in der Mitte, das ist ein Naturpool. Ein Naturpool reinigt nicht mit Pflanzen, sondern hier haben wir einen Kiesfilter und auf dem Kiesfilter baut sich ein Biofilm auf und dieser Biofilm entzieht dann die Nährstoffe aus dem Wasser. Das ist also wiederum eine eigene Art von Gartenteichen, eben dieser Naturpool. Und dann haben wir hier rechts im Bild, das ist ein Naturteich. Hier haben wir keine Folie drunter und Naturteiche werden sehr oft auch durch das Grundwasser gespeist oder haben einen oberflächlichen Zulauf. Hier ist meist mehr Schlamm aufkommen und das erfordert auch hier wieder eine spezielle Art der Behandlung der Teichpflege. Wir konzentrieren uns heute auf diese Folienteiche, das sind die gängigsten Teiche und Biotope in unseren Gärten. Ja, und was steht denn nun diesem freien, schönen, glasklaren Badevergnügen oft im Weg? Hier haben wir es oft mit Algenwachstum zu tun und da gibt es jetzt grundlegend drei Komponenten, warum Algen überhaupt in den Teichen oft auch explodieren. Im Wesentlichen dazu beiträgt die Temperatur. Das heißt, je höher die Temperatur ist,
vor allem auch in sehr heißen Sommern, je mehr sich das Wasser erwärmt, desto stärker werden die Algen wachsen. Das ist die eine Komponente. Die zweite, das ist das Licht, das Sonnenlicht. Auch das erwärmt natürlich das Wasser. Je mehr Licht, je mehr Sonnenschein, desto stärker das Algenwachstum. Und die dritte Komponente, das sind die Nährstoffe, das ist die Nährstoffverfügbarkeit. Je mehr Nährstoffe im Teich vorhanden sind, desto stärker werden die Algen wachsen, desto trüber wird das Wasser. Und wenn wir jetzt eben darauf schauen wollen, dass wir eine klare Sicht im Wasser haben, dann gilt es eben dem gegenzuwirken, und zu schauen, dass wir hier das Algenwachstum unterdrücken. Möglichst niedrige Temperatur, möglichst wenig Sonneneinstrahlung, möglichst wenige Nährstoffe, dann können sich die Algen schwerer, weniger entwickeln. Ja, und diese Nährstoffe, wo kommen sie eigentlich her? Zu einem wesentlichen Teil kommen die Nährstoffe gerade im Herbst in den Teich, wenn das Laub von den Bäumen in den Teich hineingeweht wird, und auch wenn das Laub an sich ja relativ nährstoffarm ist, trotzdem bringt es viele Nährstoffe in den Teich hinein, und da ist es wichtig, zum Beispiel im Herbst über den Teich ein Netz zu spannen, sodass die Blätter hier dann auch wieder gut entfernt werden können, dann haben wir die gar nicht im Teich im Wasser drinnen. Und jetzt im Frühjahr ist auch ein Frühjahrsputz im Gartenteich angesagt, wo eben abgestorbene Pflanzenteile möglichst gut aus dem Teich entnommen werden. Und so wird auch wieder die Nährstoffbasis für die Algen hier wieder entzogen. Also das ist wichtig, auch ein Frühjahrsputz im Gartenteich. Ja, und auch Blütenpollen breiten sich gerne wie ein Teppich auf dem Gartenteich aus. Auch das sorgt für zusätzliche Nährstoffe. Genauso wie das Regenwasser, das zum Beispiel bei einem richtigen Gewitterschauer dann vielleicht auch mit der umliegenden Erde in den Gartenteich hineingeschwemmt wird. Auch hier kommen wieder Nährstoffe hinein. Auch hartes Wasser fördert das Algenwachstum. Das heißt hier womöglich, wenn geht, den Zulauf zu reduzieren. Wenn Sie Fische im Teich haben, dann sorgen auch die Fische mit ihren Ausscheidungen für Nährstoffnachschub im Teich. Das heißt, auch hier möglichst gegenwirken oder das berücksichtigen. Und zuletzt sind auch wir selbst als Badegäste ein Teil davon, dass wir hier auch wieder Nährstoffe durch die Sonnencreme zum Beispiel oder durch unseren Schweiß hier ins Wasser hineinbringen. Und dann ist eine Komponente noch, im Hinblick auf diese Nährstoffe, die Wasserpflanzen, die rundum oder im Gartenteich gepflanzt sind, je nachdem, welche das sind, und wenn das hier zu wenige sind oder vielleicht auch nicht die ganz passenden sind, dann können die hier zu wenig Nährstoffe entziehen. Ja, zu den Wasserpflanzen. Auch hier können wir nämlich unterscheiden, wie im Garten, zwischen Starkzehrern und Schwachzehrern. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Wasserpflanzen, die viele oder vielleicht ein bisschen weniger Nährstoffe aus dem Wasser entnehmen. Wir kennen Tiefwasserpflanzen, die gerade auch von unten herauf sehr viele Nährstoffe benötigen oder hier gut wachsen. Wir setzen hier auch auf Schwimmpflanzen, zum Beispiel die Teichrosen, die Seerosen, die für eine Beschattung im Wasser sorgen, und zuletzt auch eine bestimmte Uferbepflanzung, die auch das Licht ein bisschen drosselt und hier für Beschattung sorgt. Das wäre zu viel, hier genau auf die Wasserpflanzen einzugehen, welche Sie hier verwenden sollen. Lassen Sie sich beraten im Fachhandel, hier wird Ihnen bestimmt gut mit Rat und Tat zur Seite gestellt, und so können Sie das Richtige für Ihren Gartenteich finden. Ja, und zur Teichpflege, wie geschieht die im konventionellen Stil? Sehr oft werden Desinfektionsmittel eingesetzt, die eben das Algenwachstum bremsen sollen. Manchmal werden auch UV-Lampen eingesetzt, die kommen zum Einsatz, all das, um das Algenwachstum zu reduzieren. Drastischere Maßnahmen sind dann schon, wenn der Faulschlamm mit dem Bagger entfernt wird oder wenn gar nichts mehr hilft, wird manchmal auch der Teich ausgelassen und dann wieder neu befüllt.
Das ist konventionelle Teichpflege. Ich möchte Ihnen heute aber zeigen, dass Sie mit effektiven Mikroorganismen eben auf ganz ökologische Art und Weise dieses natürliche Regenerationsfähigkeitspotenzial im Teich auch ausnützen können und wie Sie das hier einsetzen können, eben um Algenwachstum zu reduzieren und auch den Faulschlamm zu reduzieren. Und da sind wir eben bei den effektiven Mikroorganismen angekommen. Und für alle jenen von Ihnen, die mit diesen effektiven Mikroorganismen noch nicht so viel anfangen können oder die neu in der Materie sind, manchmal ist es auch gut, zur Wiederholung möchte ich die effektiven Mikroorganismen erklären. Das sind im Wesentlichen drei Gruppen, nämlich zum einen die Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien, die tragen dazu bei, dass es durch die Fermentation zu einer Ab- und Umbau von organischer Substanz kommt. Der pH-Wert sinkt ab und hier entstehen auch viele Vitamine. Die zweite Gruppe, das sind Photosynthesebakterien. Das sind ganz geniale Bakterien, die nämlich die Fähigkeit besitzen, dass sie giftige Stoffwechselprodukte, etwa aus Fäulnisprozessen, wenn wir jetzt diesen Faulschlamm anschauen, vor allem auch, dass sie diese Gifte neutralisieren können, abbauen können und wieder zu neuer organischer Substanz umbauen können. Und diese Photosynthesebakterien produzieren Vitamine, Enzyme und Antioxidantien in großer Menge und die sind hier ganz wichtig, gerade auch in der Teichpflege. Die dritte Gruppe sind dann die Hefepilze, die vor allem die Energie für die anderen beiden Bakteriengruppen beisteuern. Durch diese Umwandlung, eben durch die Hefepilze, liefern sie die Energie. Und diese drei sind dieses geniale Trio in der flüssigen Mikrobenmischkultur in unseren Multikraft-Produkten. Und diese drei in Kombination tragen auch gerade in der Teichpflege dazu bei, dass hier Faulschlamm abgebaut wird. Und das sind dann im Wesentlichen auch die Wirkungen von den effektiven Mikroorganismen im Teich, vor allem eben in Folienteichen hier. Nämlich sie tragen dazu bei, dass vor allem die vorhandenen Wasserpflanzen besser anwurzeln. Sie fördern also das Wurzelwachstum der Pflanzen. Und wenn die Pflanzen, diese Wasserpflanzen oder auch die Uferbepflanzung, wenn die gut wächst, dann können die Pflanzen dem Teich auch viele Nährstoffe entziehen. Und damit reduzieren sie praktisch auch dieses Potenzial für das Algenwachstum. Und die Algen können damit weniger wachsen. Also wir fördern das Pflanzenwachstum und reduzieren so die Algen. Und zum einen ist es das. Und zum anderen wird auch der Faulschlamm besser abgebaut. Diese Sedimentation, die sich bildet am Grund, dieser Faulschlamm wird abgebaut und umgebaut. Und das ist im Wesentlichen diese gute Wirkung von effektiven Mikroorganismen, sodass wir dann als Ergebnis eine klare Sicht im Teich haben. Ja, da sind wir jetzt bei den Produkten zur Teichpflege angelangt und an erster Stelle steht dieses Teichklar. Das Teichklar ist eine neue Entwicklung zur Teichpflege und im Wesentlichen verbessert es die Wasserqualität. Der Faulschlamm wird gut abgebaut, das Algenwachstum verringert, so wie wir das bereits gehört haben. Und die Regenerationsfähigkeit des Gartenteichs wird erhöht und so sorgt es für klares Wasser im Teich. Das Teichklar wird in unterschiedlichen Gebindegrößen angeboten, ein Liter, die 1-Liter Flasche, dann haben wir noch 5 Liter, 10 Liter Bag-in-Box und einen 25 Liter Kanister für größere Teiche. Das ist das Teichklar und das setzen wir bei Folienteichen in Kombination mit dem Zeobas ultrafein ein und dann auch noch mit dem EM-Keramikpulver. Das Zeobas ultrafein besteht aus Zeolit und Basaltgestein und hat eine sehr große Oberfläche. 1 Gramm von diesem Zeolit, Zeobas, hat eine Oberfläche von 400
Quadratmetern und das ist schon gewaltig. Und diese große Oberfläche brauchen wir als Nistplatz für die effektiven Mikroorganismen. Das sinkt dann langsam zu Boden und hier können sich dann die effektiven Mikroorganismen gut verteilen und gut ausbreiten. Und gleichzeitig bindet das Zeobas auch viele Nährstoffe, entzieht die Nährstoffe und bindet sie und ist auch hier natürlich mit seinen Eigenschaften besonders gut geeignet für die Teichpflege. Und die dritte Komponente, die dazu kombiniert wird, ist dann das EM-Keramikpulver. Dieses Keramikpulver, das ist hergestellt aus einem sehr hochwertigen Ton, der mit effektiven Mikroorganismen versetzt und dann gebrannt wurde. Dann wird es sehr fein vermahlen und gerade in Problemteichen oder in Teichen wirkt dieses Keramikpulver dann sehr stabilisierend und antioxidativ auf die Wasserqualität. Es wirkt so, dass es Wassercluster aufbricht, die Wassercluster werden wieder kleiner und gleichzeitig wird diese Oberflächenspannung vom Wasser reduziert, mit dem Ergebnis, dass das Wasser fühlbar weicher wird und ja, eine dem Quellwasser ähnliche molekulare Struktur aufweist. Es wird sehr viel feiner und stabilisiert und wirkt antioxidativ. Und gerade das brauchen wir bei Problemteichen und das Keramikpulver kommt besonders auch in der Frühjahrsanwendung dann zum Einsatz. Eine vierte Komponente, die auch einzeln eingesetzt werden kann, zum Beispiel auch in Swimmingpools, das ist diese EM-Keramik, das sind die grauen Pipes, dieses Sackerl mit den kleineren Pipes, das sind eben die EM-Keramik, die grauen Pipes und darunter die größeren, das sind die 35 mm Pipes. Und das ist eben auch diese EM-Keramik, die Wasserqualität stabilisieren kann und die Oberflächenspannung reduzieren kann. Und Sie können diese Keramik zum Beispiel auf Schnüren, auf Anglerschnüren auffädeln und so in das Wasser geben, irgendwo hineinhängen oder in den kleinen Säcken hineingeben. Eine praktische Anwendung ist aber auch zum Beispiel in den Filter hineingeben und hier wird, wenn das Wasser durchströmt wird, wird es auf diese Art und Weise aufbereitet. Das heißt, wir legen diese Keramik einfach in den Filter oder auch in den Uferbereich und wenn es hier das Wasser durchströmt wird, wird es in seiner molekularen Struktur eben verändert und das Wasser wird feiner. Das ist, wie gesagt, bei allen Arten von Teichen gut einsetzbar und gut möglich. Das sind die Einzelkomponenten und jetzt taucht natürlich die Frage auf, wie viel brauche ich davon für meinen jeweiligen Gartenteich, für meinen ganz individuellen Einsatzbereich. Und hier möchte ich Sie sehr gerne auf unseren Anwendungsrechner verweisen. Auf unserer Homepage www.multikraft.com finden Sie unter dem Punkt Produkte und Anwendungen, dann Teich und Gewässer, eben genau diesen Anwendungsrechner. Und hier können Sie sich für Ihre Gartenteiche genau ausrechnen, wie viel Sie von den einzelnen Produkten pro Anwendung benötigen. Und auch hier finden Sie wieder diese Unterscheidung, wie vorhin gezeigt. Und zwar handelt es sich um einen Folienteich, wo eben Pflanzen die Reinigung übernehmen. Oder handelt es sich um einen Naturteich oder um einen Badesee, wo eben keine Folie drinnen ist? Oder handelt es sich um einen Swimmingpool, weil eben bei den Swimmingpools können wir auch die Keramik einsetzen. Also hier einmal auswählen, worum es sich handelt. Und dann können Sie hier, so schaut das dann aus, auf der Homepage mit dem Anwendungsrechner, das ist jetzt speziell für Folienteiche, dieser Ausschnitt gedacht. Hier können Sie in der grünen Umrahmung, wie ich das hier markiert habe, eingeben, wie viele Kubikmeter der Teich hat. Und dann rechnet Ihnen der Rechner aus, wie viel Teichglas Sie benötigen, wie viel Zeobas Ultrafein und wie viel EM-Keramikpulver. Und das ist dann die Menge, die Sie pro Anwendung benötigen. Grob zu den Zahlen im Wesentlichen für diese Gießanwendung
benötigen Folienteiche unter 40 Quadratmetern jetzt von der Oberfläche her 1 Liter Teichglas pro Kubikmeter Teichwasser. Das ist so die Faustzahl. Und bis zu 2 Kilo Zeobas ultrafein und bis zu 400 Gramm Keramikpulver. Bei der Frühjahrsbehandlung verwenden wir, wie gesagt, auch das Keramikpulver. Bei größeren Folienteichen kann die Menge reduziert werden, nämlich auf 1 Liter Teichglas pro 10.000 Liter Teichwasser und dann mindestens 2 Kilo Zeobas ultrafein und mindestens 1 Kilo Keramikpulver eben im Frühjahr. Eben damit Sie auf die genauen Mengen kommen, schauen Sie auf den Anwendungsrechner und der gibt Ihnen dann die richtigen Zahlen dazu. Und nun zur Anwendung. Und da ist jetzt im Frühjahr ja eine ideale Zeit, mit einer Behandlung mit effektiven Mikroorganismen zu starten. Und zwar passt das ab einer Wassertemperatur von 5 Grad Celsius, das sind dann die effektiven Mikroorganismen, auch gut aktiv und gehen an die Arbeit. Je früher, desto besser. Und wenn Sie jetzt mit einer Behandlung starten und das zum ersten Mal machen, dann wird hier auch eine Behandlung nach Bedarf etwa dann nach circa 4 bis 6 Wochen wiederholen, das empfohlen. Wenn Sie erst im Sommer mit einer Behandlung starten mit den effektiven Mikroorganismen, dann ist es sehr empfehlenswert, ab etwa 20 Grad Wassertemperatur diese Menge, die Ihnen der Anwendungsrechner errechnet, auf etwa 2 bis 3 Gaben aufzuteilen und dazwischen einen Abstand von etwa 10 bis 14 Tagen zu lassen. Das heißt hier die Menge pro Gabe reduzieren und dafür öfter behandeln, sodass das auch dann gut für den Teich ist und gut aufgenommen werden kann. Wer erst im Herbst mit der Anwendung startet, dann bitte nach den letzten Pflegemaßnahmen, das heißt nachdem das Laub aus dem Teich genommen wurde, nachdem die Pflanzen vielleicht auch zurückgeschnitten worden sind, bis 5 Grad geht das wunderbar und hier bitte auch darauf schauen, dass ein Gasaustausch über den Winter ermöglicht wird. Das heißt, die Gräser, wie hier im Bild zum Beispiel, da sieht man das ganz gut, etwa 20 cm über der Oberfläche abschneiden und hier ist dann auch über den Winter ein Gasaustausch möglich. Diese Herbstbehandlung ist bei allen Teichen ganz wesentlich, genauso wie die Frühjahrsbehandlung und für alle Behandlungen gilt, die wir im Sommer vornehmen, bitte diese auf mehrere Gaben aufteilen, etwas Abstand dazwischen lassen. Und in den folgenden Saisonen wird dann eine Behandlung etwa 2 bis 3 Mal pro Saison notwendig sein, meist im Frühjahr, vielleicht im Frühsommer noch einmal und auf jeden Fall auch im Herbst. Diese Teichbehandlung im Herbst ist wesentlich. Wer einen neu angelegten Folienteich hat, der erst eingelassen wurde, dann ist hier eine erste Behandlung empfehlenswert, wenn sich die Sedimente dann am Boden abgelagert haben, beziehungsweise erst im Herbst, wenn eben schon eine gewisse Sedimentationsschicht vorhanden ist. Oder Sie können auch diese Menge, die errechnet wird, vielleicht auch um die Hälfte reduzieren, dann können Sie auch hier zu Beginn mit den effektiven Mikroorganismen, mit dem Teichklar, auch schon für ein gutes Pflanzenwachstum sorgen. Was Sie aber sofort verwenden können, sind diese EM-Keramikpipes, eben in den Filterbereich oder in die Uferzonen einbringen. Und Sie können auch, wenn Sie wo die Möglichkeit haben und einen gut funktionierenden Teich haben, Ihren eigenen neu angelegten Gartenteich mit gutem Teichwasser impfen, das heißt gutes Teichwasser aus einem anderen Teich hineingeben. Bitte aber nur nach Rücksprache, ob dieser Teich auch wirklich ökologisch gepflegt wurde. Ja, und jetzt zur Anwendung. Wie bringen wir diese 3 Produkte in den Teich hinein? Und das sehen Sie hier auf diesen Bildern. Wir beginnen links das Zeobas, die Menge an Zeobas, die errechnet wurde, in einen Kübel geben, dann auch das Keramikpulver dazugeben. Diese zwei
vermischen, vermengen und dann die errechnete Menge an Teigklar in den Kübel hineingeben, ein bisschen umrühren und dann holen Sie sich mit einer Gießwanne das Teigwasser und vermischen das mindestens im Verhältnis 1:1 im Kübel eben mit dem Teigwasser. Gut durchrühren, gut vermengen und dann können Sie dieses Gemisch wieder in die Gießkanne hineinfüllen. Und dann gehen Sie mit der Gießkanne zu Ihrem Teich und mit dem Lochaufsatz gießen Sie dann diese effektiven Mikroorganismen in den Teich hinein. Und zwar vor allem in die Pflanzenzone, in die Regenerationszone, auch in das ans Teichufer und vor allem auch bei den Wasserläufen verteilen. Und in diesen Bereichen sind die effektiven Mikroorganismen am notwendigsten. Ja, und durch das Ziobas Ultrafein, eben durch diese große Oberfläche, so verteilen sich die effektiven Mikroorganismen gut im Teich und sinken dann langsam zu Boden. Das hat dann die Auswirkung, dass es auch für ein paar wenige Tage zu einer Eintrübung vom Wasser kommt. Das ist ganz normal und die Eintrübung wird auch wieder verschwinden. Empfehlenswert ist hier, die Umwälzpumpen und die UV-Anlagen für einige Stunden auszuschalten, sodass eben dieses Ziobas auch gut mit den effektiven Mikroorganismen gut zu Boden sinken kann und sich hier gut verteilen kann. Das ist die Gießbehandlung und zum anderen haben wir auch eine andere Behandlung, nämlich mit diesen Dangos, mit diesen schweren Bällen zum Schlammabbau. Und diese Dangos sind empfehlenswert, nur wenn wirklich eine große Schicht an Sedimenten, an Schlamm im Teich, am Boden vorhanden ist. Das heißt, die Schicht kann da schon mal größer als 10 cm an Sediment sein. Und dann sind diese Dangos hier sehr empfehlenswert, weil nämlich durch das Gewicht, das die haben, sinken die auch direkt in den Schlamm ein und wirken hier eben nach. Und so können sich die Mikroorganismen eben auch direkt im Schlamm verteilen und den Faulschlamm praktisch aufarbeiten. Wie viel benötigen wir hierfür? Von der Dosierung ist das etwa ein Dango pro Quadratmeter. Bei größeren Flächen, bei größeren Teichen reduziert sich das auf einen Dango pro 4 Quadratmetern. Hier das Rezept für eben diese Bälle. Was brauche ich dazu? Wieder genau die drei Komponenten, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Nämlich, und das ist schon eine große Menge, für ca. 25 so faustgroße Bälle benötigen Sie 10 Kilo Ziobas Ultrafein und ein halbes Kilo etwa EM Keramikpulver wiederum vermischen und dann mit 2,5 Liter Teigklar gut anrühren. Das wird ganz eine dicke, feste Masse und dann können Sie, wie Sie das hier am Foto sehen, diese Bälle formen und diese Bälle lassen Sie dann etwa 2 bis 4 Wochen an einem warmen, regengeschützten Ort fermentieren, also irgendwo auflegen in der Garage oder am Dachboden regengeschützt, wo es eben auch warm ist und die ziehen dann durch, fermentieren, bekommen so dunkle Punkte und Flecken rundherum und wenn sie länger liegen, bekommen sie dann auch einmal einen weißen Belag. Das ist aber ein Qualitätszeichen und das passt dann ausgezeichnet so. Und wenn dann diese Bälle eben fermentiert sind, dann sind sie ganz steinhart und eben schwer und dann können sie sie in den Teich hineingeben oder eben auch bei Naturteichen ist das auch eine gute Anwendung, wenn eben die Sedimentschicht schon größer ist. Wie zu Beginn erwähnt, ist ein Folienteich eben ein Teich mit einer Folie, wo Wasserpflanzen die Nährstoffe entziehen und damit für eine klare Sicht im Teich sorgen. Bei einem Naturpol, in diesem Verständnis funktioniert das über einen Kiesfilter und nicht über die Wasserpflanzen. Das heißt, der Kiesfilter wird belegt mit einem Biofilm und dieser Biofilm sorgt für die Reinigung des Wassers. Dadurch, dass hier eben nur wenige Pflanzen
im Pool vorhanden sind, möchten wir hier eine Reinigung oder eine Behandlung mit effektiven Mikroorganismen, mit dem Teichklar, nur empfehlen, wenn vorhin oder davor der Filterbereich rückgespült wurde. Das heißt, die Pumpe für ein paar Tage abschalten, dann stirbt dieser Biofilm auf dem Kiesfilter ab und kann dann heraus, kann dann rückgespült werden und entfernt werden. Und damit sich der Biofilm dann wieder neu und gut aufbaut, können Sie hier effektive Mikroorganismen einbringen. Und zwar mit dem Teichklar in einer Verdünnung von maximal 1 Liter pro 10.000 Liter Teichwasser oder ja, Naturpoolwasser. Und Sie können das über den Skimmer oder über den Ansaugschlauch in den Filterbereich einbringen. Wir verwenden hier dann nur das Teichklar, kein Ziobas und auch nur geringe Mengen an EM-Keramikpulver. Was Sie aber auf jeden Fall und eben immer verwenden können, ist die EM-Keramik. Wieder diese EM-Keramik-grauen Pipes oder die 35 mm Pipes in durchströmte Bereiche hineinlegen. Und die stabilisieren auch sehr gut diese Wasserqualität und wirkt hier antioxidativ. Diese EM-Keramik ist ja sehr wertvoll und sehr unterstützend. Eingangs erwähnt habe ich eben auch die Swimmingpools und da auch hier keine natürliche Reinigung durch Pflanzen passiert, sondern eben durch andere Arten und Weisen sind effektive Mikroorganismen nicht für Swimmingpools geeignet, aber auch hier können Sie wieder die EM-Keramik einsetzen, um die Wasserqualität zu verbessern und auch ja, diese aggressive Wirkung vom Chlor zum Beispiel zu verringern. Sie können hier auch etwas die Chlormenge dann reduzieren und eben hier die Wasserqualität stabilisieren durch diese EM-Keramik-grauen Pipes. Und von der Menge her, das ist jetzt eine große Tabelle, aber Sie können sie sich dann, wenn Sie möchten, auch noch genauer anschauen, eben dann von der Menge her. Es gibt hier Tabellen auch bei uns über den Anwendungsrechner zu finden oder auf unserer Homepage. Pro Kubikmeter Wasser, jetzt für Pools, ist das ein Beutel EM-Keramik-graue Pipes, das ist dieses Säckchen, und eine Packung EM-Keramik 35 mm Pipes, das sind zwei Stück von diesen größeren Pipes enthalten. Und das ist eben hier gerechnet und in dieser Tabelle dargestellt, dann wie viel Sie davon brauchen. Das waren schon ein paar Spezialfälle und jetzt habe ich hier noch einen Spezialfall und nämlich das Thema Fische im Teich. Grundsätzlich können Sie hier auch sehr gut das Teichklar einsetzen. Wir reduzieren hier aber das Ziobas ultrafein, je nach Fischbesatz, und wir empfehlen hier die Menge oder diese Gießanwendung dann aufzuteilen. Zuerst einmal den einen Bereich des Gartenteichs zu behandeln, sodass die Fische dann noch ausweichen können und dann ein paar Tage später noch den anderen Bereich mit den effektiven Mikroorganismen, mit dem Teichklar eben behandeln. Und die Fische werden durch die effektiven Mikroorganismen aber auch gut wachsen und es wird ihnen auch gut tun. Generell ist hier die Empfehlung, aber auch die Fische nicht zu viel zu füttern oder entsprechend ihren Ansprüchen zu füttern, weil wir eben dann auch die Ausscheidungen im Teich haben. Und je mehr Ausscheidungen, desto stärker das Algenwachstum, weil eben noch mehr Nährstoffe dann im Wasser enthalten sind. Aus der Produktpalette von Multikraft heraus passt hier ganz wunderbar auch noch, und deswegen erwähne ich das hier, dieser fermentierte Kräuterextrakt FKE für das Fischfutter. Sie können hier nämlich mit dem FKE, mit diesem fermentierten Kräuterextrakt, das Fischfutter auch vorbehandeln oder es damit einsprühen. Und in diesem fermentierten Kräuterextrakt sind viele Kräuter eben fermentiert, zum Beispiel Thymian, Quendel, Schafgarbe, Eibisch, Kümmel und so weiter, noch viele andere Kräuter. Und mit diesen Kräutern
wird die Verdauung der Fische unterstützt und das fördert damit auch die Gesundheit der Tiere, wird im Übrigen auch bei allen anderen Tieren empfohlen, aber auch bei den Fischen wunderbar geeignet und fördert hier so gesunde Fische und auch schöne Farben bei den Fischen. Und bei Fischen im Teich können Sie auch noch eine spezielle Art an Keramikpipes verwenden, nämlich diese EM-Keramik-roten Pipes. Die sehen Sie hier im Bild. Das sind dunklere Pipes mit CO-Bas und diese Pipes entziehen dem Wasser den Ammoniumstickstoff und binden damit die Nährstoffe und das passt eben ganz wunderbar eben auch für Teiche, wo Fische drinnen sind. Diese Pipes halten etwa ein Jahr lang und können dann am Kompost kompostiert und entsorgt werden. So viel zum Thema Fische im Teich. Und damit bin ich auch schon fast am Ende meiner Präsentation angekommen und möchte hier nochmal zusammenfassen, dass eben diese drei Komponenten, oder eigentlich sind es vier, aus dem Teich, klar, mit dem CO-Bas Ultrafein, mit dem EM-Keramikpulver und dann noch mit der EM-Keramik dazu beiträgt, hier das ökologische Gleichgewicht in den Teichen zu erhalten, zu unterstützen. Und wenn Sie Fragen haben, dann möchte ich hier auch noch Ihnen sagen, dass wir eine individuelle Teichberatung anbieten können. Und zwar können Sie uns sehr gerne kontaktieren unter unserer Beratungs- und Bestellhotline. Die Telefonnummer sehen Sie hier eingeblendet. Sie können aber auch, und das ist für uns wichtig, auch für die Beratung, ein Mail an uns schreiben, und zwar an info@multikraft.at, wenn Sie uns ein Foto von Ihrem Teich schicken und wenn Sie eine Telefonnummer dazu schreiben, dann rufen wir Sie sehr gerne zurück. Wir kontaktieren Sie und geben Ihnen hier eine ganz individuelle Beratung zu Ihrem Gartenteich, zu Ihrem Teich. Das ist eben die individuelle Teichberatung. Bitte nehmen Sie die in Anspruch. Und Sie können natürlich auch auf unserer Homepage sich selbst hier noch informieren und vor allem eben auch am Anwendungsrechner hier die entsprechenden Mengen für sich herausfinden. Für alle, die bei uns hier in der Nähe sind oder die gerne eine kleine Reise auf sich nehmen, wir haben am 26. April jetzt dann bald bei uns am Stumpfelhof hier bei Multikraft einen Treffpunkt Teich, wo wir bei uns beim Teich draußen im Garten Ihnen gerne zeigen, wie die Teichbehandlung mit dieser Gießanwendung funktioniert. Und hier können wir auch noch sehr gerne auf Ihre Fragen eingehen. Bitte um Anmeldung unter veranstaltungen@multikraft.at. Maximal 20 Personen und bitte hier um Anmeldungen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns besuchen kommen, wenn Sie dieses Angebot annehmen. Abschließend möchte ich auch noch auf unser nächstes Webinar verweisen, wo ich mich freue, wenn Sie auch hier wieder mit dabei sind. Dieses Webinar findet nämlich am 14. Juni statt und zwar zu einem sehr brisanten, aktuellen Thema wieder ökologisch und vor allem klimafit, ressourcensparend Gärtnern mit effektiven Mikroorganismen von Multikraft. Da freuen wir uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ich sage vorerst danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, so einen guten Input zum Thema effektive Mikroorganismen im Gartenteich gegeben zu haben. Und jetzt sehe ich, dass bereits viele, viele Fragen im Chat hineingekommen sind und meine Kolleginnen haben hier auch schon vieles davon beantwortet. Ich schaue kurz durch, ob noch etwas offen geblieben ist. Da war eine Frage zu den Fischen im Folienteich. Genau. Auch hier haben wir bereits Antworten gegeben und die Fragen wurden bereits im Chat beantwortet. Sehr gut. Kommt noch eine Frage von Ihnen? Wir haben noch Zeit. Sie können gerne noch Fragen hineinschreiben.
Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend und bitte nehmen Sie unsere Angebote gerne an und informieren Sie sich weiterhin auch. Und ja, ich sage vielen Dank und auf Wiedersehen.